Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ja, wir sind in den Schlachthäusern drin und ich fahre erstmal vor der Wand. Denn hier könnten wir ja auch drüber springen, aber es wird zu einfach. Hier gibt es erstmal wieder ein paar Kisten. Zerstören. Mein Geld. Alles mein Geld, alles mitnehmen. Ja, da vorne. Ihr seht auch schon, was wir wahrscheinlich hier gleich wieder für eine tolle Aufgabe bekommen. Ja, von den Teilen verfolgen lassen, um hier den Weg frei zu bearbeiten. Es geht aber auch anders. Es geht aber auch anders. So, weg damit. Tja, man hat da nicht gerechnet, ne? Und ein schönes Minenfeld. Dann wollen wir uns hier durcharbeiten, oder? Ja, es war so klar, es war so klar. Anstatt das... Mann. Die Zieloptik hier, die ist zum Teil nicht ganz so genau. Nächster Treffer. Weg damit. Komm schon. Könntest du die auch mal treffen? Danke. Weiter geht's. Und weiter geht's. So. Damit ist der Weg frei und wir können hier andocken. Und wir können hier wieder einkaufen. Identifizierung. Okay. Alles meins, alles eine meins, alles Büchse meins. Kababs stellt die Lebens eine Büchse Kababs stellt die Lebens oh, ich sehe gerade, doch, wir können die jetzt leider von SOD haben. Stellt einen Schlüssel der ja, ja, bla 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 bla. Ich weiß, dass wir hier ganz viel Sachen hier kommen. Ist doch gut jetzt. So, weiter geht's. Ja, können wir ja ein bisschen was essen hier. So. Sehen wir ein bisschen besser aus. Ostflügel. Karte. Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg und jedes Mal, wenn ich die Karte nochmal drücke, dann frisst sie irgendwas. Kriegen wir den erwischt? Kriegen wir nicht. Kriegen wir von hier aus erwischt, weil ich stand eben gerade so passend davor. Nein. Da kommen unsere Dist nicht durch, also Aktion, mach uns den Weg frei. Und schön hast du es gemacht. So, aber er darf natürlich hier durch die Strahlen durchlaufen. Ich kann es nicht, deswegen muss ich außen rumlaufen. So, wo bist du? Da. Check. Mach mal da kaputt, damit wir hier speichern können. Jo. Kann ich Ihnen helfen? Und das Licht ist aus. Und das Licht ist wieder an. Das Licht ist wieder aus, das Licht ist wieder an. Das Licht geht aus und an und aus und aus und an und ja, komm, mach hier wieder kaputt, damit ich hier durchkomme. Denn das Licht bleibt nicht lange so aus. So, dort hinten können wir nicht durch, definitiv nicht. Nö. Nö. Hier können wir aber hoch. Ich erkunde den Sektor dort drüben. Wir gehen parallel zueinander vor. Vorsicht. Na klar, sind wir vorsichtig. So, haben wir hier erstmal den Weg wieder freigemacht. Und das hier ist ein Labyrinth, Leute. Also, hier werde ich auch öfter mal auf die Karte gucken müssen, um mich hier zurechtzufinden. Ja, schön hast du das gemacht. Ich wollte gar nicht wieder hoch. Oh, oh. Oha. Da ist ein Gegner. Müssen wir auf den richtigen Zeitpunkt warten. Nämlich so. Das kommt von da drüben. Ich oh. gehe. Oh, oh. Das ist sogar noch besser für uns, um ihn zu treffen. Weg mit dir. Versperr uns hier nicht den Gang. Und das Tor ist frei. Wir können durch. Ist das hier alles aufregend oder ist das aufregend? Das ist so aufregend. Denn hier gibt es erstmal wieder ein paar Booster zu sammeln. Ich weiß zwar nicht, was ich in dieser Fabrik mit Boostern soll, aber ich kriege Booster. Da können wir nicht lang, also bleibt uns nur ein Weg zu gehen. Oha. Da sehen wir schon einen Roboter. Da unten stehen zwei, drei Wachen. Naja, jetzt ist ein Glühstrumpf. Hier muss man uns auch noch ducken. Und wir wollen da wahrscheinlich gleich runter. Aber erstmal gehe ich hier. Ich habe gehört, dass Sie auf eine Ladung mit Behältern waren. Wir sind auf der richtigen Spur. Na ja, dann, wenn wir auf der richtigen Spur sind. Los! Ich warte erst, bis er sich so umdreht. Also nochmal umdreht. Dann habe ich nämlich genug Zeit. Jetzt. Ja komm. Loslassen. Jetzt ist Schleich-Action mal wieder angesagt. Hör, wie ich es liebe.
Wobei, wir werden die Schleich-Action ein bisschen verändern. Wir werden etwas unschleichender vorgehen. Ich habe nämlich keine Lust, hier stundenlang umzuschleichen. So. Verdammt. Ja, so viel zu... Ja. Okay, wir werden doch umschleichen. Scheiße, ich habe... Na klar, ich habe den da oben vergessen. Ach, herrlich. Nicht. So, die Booster nochmal mitnehmen. Her damit. Und her damit. So, dann wollen wir doch mal Mission Impossible mal wieder beginnen. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ihr habt was gehört. Jetzt in Hüllstrumpf. Ihr habt mich hier nicht gesehen. Reden. Ich habe gehört, dass Sie auf eine Ladung mit Behältern waren. Wir sind auf der richtigen Spur. Ja, wir sind auf der richtigen Spur. Deswegen wir uns hier auch gleich fallen lassen können. Um hier voranzukommen. Okay. Okay. Oh, scheiße. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig, Leute. Denn der eine da, der läuft da rum und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich dem nicht in den Weg laufe. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Und was hast du für ein Bewegungsmuster? Nur das geht ja eigentlich noch. Oh, dann sind wir schon mal hier angekommen. Ja kommt, bewegt euch bitte heute noch. Ich habe auch nicht ewig viel Platz auf meiner Festplatte, dass ich hier stundenlang aufnehmen kann. Oh. Es sieht aber auch immer so knapp aus, ey. Oh, hier. Schön, 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 schön. Jetzt sind wir ja schon mal relativ nah dran. Ich hoffe, der da vorne sieht mich nicht, wenn ich hier bin. Bitte nicht. Nein, der sieht mich nicht. Oh, Glück gehabt. Gut, dass die beiden einem festen Bewegungsmuster folgen. So, er dreht sich jetzt gleich nach links. Yep, sehr schön. Und wir können noch eine Nummer näher ran. Oh, jetzt müssen wir noch eine Runde abwarten, dann können wir an ihm vorbei. Endlich. Ja, kommst du heute noch? Da ist er auch schon. Dreh dich weg. Sehr schön. Wir können dann vorbei. Nix hier mit treten. Nee, treten ist nicht. Oh, wir sind dran vorbei. Oh, Leute. Das ist zum Teil hier echt zu viel Aufregung. Hier könnten wir wieder eine Etage hoch. Das möchte ich aber noch lange nicht. Denn hier gibt es erstmal einen Schalter, den ich benutzen könnte. Das ich aber auch noch nicht will. Denn ich denke, ich weiß noch, das im Kopf zu haben, dass wir die Kiste auf jeden Fall dort unten brauchen werden. So, das schon mal zur Vorbereitung. Wo sind wir hier? Oh, ja, herrlich. So, wo geht's hier lang? Erstmal alles erkunden. Vielleicht gibt's ja irgendwo noch irgendwas, was ich noch haben will. Zum Beispiel Tiere. Nee, aber hier ist eine Perle. Tiere gibt's da hinten. Und ich, oh, mein Gott. Na, jetzt sind wir Strumpf, ey. Hier ist Party angesagt. Hier drücken bringt noch nicht wirklich viel, weil da vorne fehlt eine Sicherung. Also müssen wir uns schon mal eine Sicherung besorgen. Dann werden wir jetzt erstmal hier runtergehen. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Wie wäre es am sinnigsten? Denn bei dem anderen kann ich hoch. Wir gehen erstmal hoch. Wir gehen erstmal hoch, wir wissen was da oben. Obwohl, nee, das ist nur in eine Richtung. Und hier kann ich hoch und runter fahren. Ne, wir gehen hier lang. Oh ja, ich bin eben gerade ganz unentschlossen und ganz unsicher. So, damit sind wir hier unten angekommen. Hier kriegen wir. Hier könnten wir uns auf jeden Fall schon mal. Ne? Da holen. So, jetzt aber. Hier können wir uns unsere Schalterung besorgen. Kein Saft. Na klar, ist jetzt kein Saft. Aber dafür haben wir ja die Kiste hier mitgenommen. Damit wir hier auch wieder hoch können. Nein, nicht loslassen, sondern hochziehen. Ja, genau so. So, dann können wir die Sicherung auch einsetzen und mal schauen, wo wir dann hinkommen. Oder was es uns bringt. Legen. Legt da rein die Sicherung. Hui. So, auslösen. Aha.
Aha. Aha. Bin ich nie. Dip, dip, dip. Wir sind auf Etage 2. Eigentlich ist hier nichts in der Nähe. Aber irgendeinen Sinn wird das Ganze jeder wohl haben, oder? Ich laufe ja hier nicht zum Spaß lang. Hm. Gegner gibt es hier auf jeden Fall keine. Wahrscheinlich bin ich schon wieder vollkommen verkehrt gelaufen. Das wäre ja nichts Neues bei mir. Ah, hier kommen wir nicht durch. Okay, okay, okay. Hohoho. Und Leute, wie wir hier ein bisschen weiter erforschen und ich keinen Plan habe, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Beyond Good & Evil. Ich bin Helpmann86. Bis dann!